Heute machen wir einen kleinen Ausflug in die weite Welt der Hochfrequenztechnologie. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit hier bei uns bei Nuviso. Ich darf euch heute eine Technik vorstellen, die schon uralt ist, aber doch einen realen Bezug in unsere Zeit hat. Und dazu sage ich herzlich willkommen zu dem Entwickler und Autoren aus Stuttgart, dem Arthur Tränkle. Hallo Arthur, ich Hallo, grüße dich. lieber Robert. Arthur, schön, dass das geklappt hat, dass wir endlich mal tiefer einsteigen können in dieses Thema. Ich kenne dich jetzt schon seit einigen Jahren und verfolge das spannend mit, was du so mit in diese Welt hineingebracht hast. Also ich habe es gerade eingehend gesagt, du beschäftigst dich sehr intensiv mit einer eigentlich schon verloren geglaubten Technik, mit der Hochfrequenztechnologie. Und du hast es irgendwie geschafft, diese Technologie zu entdecken und wieder in unsere Zeit hineinzubringen. Jetzt möchte ich kurz ein paar Takte zu dir verlieren, zu deinem Umfeld. Du bist halb russisch, ja? Dein Vater kommt aus Russland, wenn ich das noch Meine richtig. Mutter, meine Mama, ja. Deine Mama. Ah, ich dachte, der Papa. Nee, der Papa ist der Schwabe. Genau, Genau, jetzt. ja. Und durch das hattest du natürlich viele Kontakte auch rüber nach Russland. Du bist auch Geschäftsmann und warst da viel unterwegs und hast eines Tages einen Menschen getroffen, der dich auf einen ganz anderen Weg geführt hat, der dich in diese weite Welt dieser Frequenztechnologie gebracht hat. Vielleicht kannst du es mal kurz erklären, wie das damals passiert ist. Ja, das war im Jahr 2012. Ich war in Krasnodar in Russland unterwegs, wollte mir eine Technologie anschauen, wie man aus dem Erdmagnetfeld Strom erzeugen kann. Und der Erfinder wurde leider nicht fertig. Jetzt waren wir in Krasnodar, Januar, Februar, also kalte Jahreszeit, und hatten den Rückflug 3, 4 Tage später. Und ein Bekannter vor Ort sagte: Okay, hier gibt es so eine andere Technologie, einen Hochfrequenzspezialisten, der hat ein Gerät entwickelt, mit dem die Russen damals Leberkrebs behandelt haben. Sehr erfolgreich Leberkrebs behandelt haben, das heißt, wieder in die Ordnung gebracht, die Leute sind wieder gesund geworden. Und mein Partner, der Eugen, hat so gesagt: Sowas geht gar nicht, ja, wie soll sowas funktionieren? Trotzdem war ich neugierig genug, habe ihn eingeladen, und dann hat sich für mich eine ganz neue Welt eröffnet. Also das ist noch gar nicht so lange her, 2012. Ja. Das sind jetzt sind wir 19, das ist doch schon 7 Jahre. Ich habe es ganz vergessen. Ja, wir sind ja schon ein bisschen weiter. Ja. Also und das war für dich dein Einstieg in eine Welt, die dir vorher vollkommen fremd war auch. Ja. Absolut. Er kam dann auch und präsentierte sein Wissen, seine Technologie. Ich war sehr beeindruckt, was er alles für das russische Militär damals gebaut hat. Über die meisten Dinge durfte er gar nicht reden. Aber es gab immer Sonderprojekte im Bereich Gesundheitsbereich. Und das ist eines dieser Geräte, die dann daraus mit entstanden sind. Ich habe dann angefangen, dieses Projekt zu finanzieren. Es ging dann mehrere Jahre, bis dann auch was Brauchbares vorhanden war. Und ich habe dann ein paar Prototypen mit nach Deutschland rübergenommen und habe die dann im persönlichen, privaten Umfeld eingesetzt, durch die Strukturierung vom Wasser mit unglaublichen Ergebnissen. Jetzt, was die meisten Leute vielleicht gar nicht wissen, es gibt einen Techniker, einen Forscher, den die meisten Leute eigentlich nur mit der Wechselstromtechnologie in Verbindung bringen, nämlich der gute alte Nikola Tesla. Nikola Tesla hat sich damals auch schon mit diesen Prinzipien, mit diesen physikalischen Möglichkeiten beschäftigt. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass Tesla auch Bücher über Medizin geschrieben hat. Richtig. Du hast uns da eins mitgebracht, auch, glaube ich, dieses blaue Büchlein, ja? Genau, von Nikola Tesla, Wegbereiter der neuen Medizin. Und hier hat er die vitalen Schwingungen entdeckt. Das heißt, er hat sich damit beschäftigt, hat dadurch andere Menschen begeistert, wie zum Beispiel Lakowski. Und hier sehen wir auch ein Zitat von Nikola Tesla eingeblendet auf der rechten Seite. Das heißt, wir werden ja in ein Erdmagnetfeld hineingeboren. Das heißt, es gibt eine Prägung, und diese positive Beeinflussung der Zellen hat dann ein weiterer Mann aus Paris, war auch Russe, Lakowski, aufgegriffen. Und aufgrund dieser Forschungsergebnisse, die dann in Paris festgestellt worden sind, hier sehen wir eine Dame im mittleren Bereich sitzen und Lakowski rechts davon. Und diese Dame hatte zu dem Zeitpunkt eine schwere Krankheit, den schwarzen Hautkrebs. Der gilt heute noch als unheilbar. Und wurde im Krankenhaus 6 Wochen lang behandelt. Und nach 6 Wochen ist auf, ja, wundersame Weise, das kann man eigentlich mit der normalen Schulmedizin nicht erklären, auf der linken Seite das erste Bild, wo man einfach sehen, dass der schwarze Hautkrebs sich in die Gesichtspartie reinfrisst. Und nach 3 Wochen ist schon eine Verbesserung zu sehen. Die Wunde geht zurück. Es ist nur noch wie so eine Schorfwunde, die am Verheilen ist. Und nach weiteren 3 Wochen Behandlung mit
Frequenzen und Energien hat sich die Haut vollständig erneuert. Das heißt, die Haut braucht ungefähr zwischen 4 bis 6 Wochen, bis diese Hautschichten sich wieder regeneriert haben. Und wir erkennen auf dem letzten Bild, dass die Hautgesichtspartie vollständig wiederhergestellt ist. Aber nicht nur die Haut, sondern auch die Kinnpartie, die Falten und die Haare sind etwas fester. Vielleicht hat sich Shampoo geändert, ich weiß es nicht, aber man sieht hier eine deutliche Verbesserung. In welchem Jahr war diese Geschichte? Ungefähr 1927 im Buch von Lakowski. Lakowski hat 2 Bücher geschrieben. Mhm. Da wird es genau auch detailliert beschrieben von ihm. Und er hat halt eine neue Sichtweise der Zellen beobachtet, ein neues Modell, wie man von außen mit vitalen Schwingungen kranken, schadhaften Zellen wieder helfen kann. Okay. Also das ist ja auch eine Technik, die nicht nur in Deutschland oder in Russland zur Anwendung kam, sondern wir haben auch ein Bild von einem United States Patent Office, dass es da also auch schon im Jahr 1869 Geräte gab mit der Magnetfeldtherapie. Ja. Warum ist damals schon so weit in diese Richtung gedacht worden? Hat man da das einfach schon erkannt? Waren die einen Schritt weiter wie wir sogar, die Leute? Also ich habe dann angefangen zu recherchieren, nachdem ich 2012 über diese Technik erfahren habe und über die Möglichkeiten, die die Russen damals da zum Einsatz gebracht haben, und bin aus dem Staunen nicht herausgekommen, als ich gesehen habe, dass es hunderte von verschiedenen Patenten und Geräten damals gab. Habe dann angefangen zu recherchieren und festgestellt, dass wir auch in Deutschland Visionäre hatten, wie zum Beispiel den Herrn Ewald Paul. Ewald Paul hat verschiedene Bücher geschrieben im Bereich Hochfrequenz, über Blasenkrankheiten, über Verjüngung. Und insgesamt 6 Bücher, die eine Auflage hatten von über 100.000. Und alle seine Bücher wurden 1938 auf den Index gesetzt und wurden verboten. Die Frage ist, warum werden solche Bücher, da geht es einfach nur darum, wie man verschiedene Körperkrankheiten mit Hochfrequenz wieder in den Griff bekommt. Also 18, das ist schon wirklich alt. Wann ist denn das gedruckt worden, dieses Buch? Das sieht schon sehr vergilbt aus, so den Charme von einem alten Buch. Ich sehe jetzt leider nicht, von wann das ist, aber wenn das muss ja dann fast 100 Jahre alt sein. Ja. Die Schrift auch noch, dieses Altdeutsch, das fast keiner lesen kann. Also das ist alte Technologie, die damals schon zum Einsatz kam, und ich habe auch noch ein Bild, das hier von Leipzig ist, also den Oskar Koschelt, der hat 1891 hier schon mit seinen Apparaturen in Leipzig mit dieser Technologie gearbeitet. Das ist für mich jetzt schon irgendwie erstaunlich, dass das so alt ist. Das sind ja dann 120 Jahre, mehr als 120 Jahre, wovon wir hier sprechen. Ja. Und es gab logischerweise damals viele dieser Technologien. Und in einem weiteren Buch wird beschrieben im Vorwort, dass es um 1920, 1930 allein im deutschsprachigen Raum 500.000 Hochfrequenzapparate gab. In Kliniken, in Praxen und auch in Privathaushalten, die tagtäglich im Einsatz waren. Hier sehen wir nochmal die Hochfrequenz. Das ist ein anderes Buch gewesen. Ja. Das ist jetzt nochmal von Ewald Paul. Verschiedene Behandlungsvorschriften. Ja? Da werden, glaube ich, über 100 verschiedene Krankheiten nur mit Hochfrequenz behandelt. Ja. Wie lange, wie oft, mit welchem Ergebnis. Ja. Und das ist das, wovon du gesprochen hast. Genau. Hier sehen wir. Ich lese das mal kurz vor. Anwendung von Hochfrequenzströmen. Dies rührt davon her, dass beim praktischen Gebrauch von über 500.000 von Apparaten in ungezählten Tausenden von Familien aufsehenerregende Erfolge erzielt wurden und dadurch reiche Erfahrung sich gesammelt hat. Das Buch ist von 1928. Okay. 500.000 Apparate. Diese Apparate, zu dem Zeitpunkt. Die mit so einer Technik gearbeitet haben, und die Erfolge waren dementsprechend phänomenal. Ja. Unglaublich. Also wenn man jetzt dieses kleine Büchlein durchblättert, da gibt es auch diverse Anwendungen. Man kann das sehen, wie diese Frau zum Beispiel mit typischen 20er-Jahre-Haarschnitt wie sie sich da vorne an der Brust behandelt. Exakt. Vorne auf dem Umschlag Cover ist drauf, wie man sich mit den Zähnen behandelt. Exakt. Und sehr so wichtig. Weiter. Ja. Ja. Also da scheint man schon ein ganzes Stück weiter gewesen zu sein damals. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, die sich sofort aufdrängt, wieso wissen wir davon heute nichts? Und warum kam so ein Buch, das offensichtlich so einen Erfolg hatte, wieso kam das auf den Index? Die Frage muss sich jeder selber beantworten. Ja. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Es sind auf jeden Fall Kräfte im Hintergrund gewesen, die neue Behandlungen vorgeben wollten. Mhm. Ja. Mit welchen Ergebnissen, die heute im Krankenhaus damit einhergehen,
weiß jeder, glaube ich. Also Chemotherapie, Bestrahlung und im Prinzip Operation. Pharma. Pharmaindustrie, man geht nicht auf die Konflikte ein, man schaut sich die Ursache nicht an. Warum ist der Körper außerhalb der Ordnung, nicht mehr in der Harmonie drinnen? Ja? Es wird praktisch nur noch mit der Keule draufgehauen. Ja? Und ja, was einen nicht umbringt, ja, das ist so nach dem Motto die Strategie. Ja, die Frage lassen wir jetzt mal offen stehen. Die meisten unserer Zuschauer werden das sowieso beantworten können, aber es sind wahrscheinlich die gleichen Kräfte, die immer hinter diesen Dingen stehen. Wenn etwas Positives entdeckt wird, dass es dann relativ schnell verschwunden wird, damit die kleine Bevölkerung, die brave Bevölkerung nicht so davon profitieren kann. Egal, lass uns mal einsteigen ein bisschen in die Wirkweise von diesen Geräten. Also das scheint ja wirklich phänomenal zu sein. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, was eigentlich passiert bei einer gesunden, bei einer kranken Zelle, was müssen wir uns denn da vorstellen? Du hast uns ja tolle Bilder mitgebracht. Also wir sehen hier auf der linken Seite eine kranke Zelle. Was ist denn der Unterschied bei der Zelle zu einer gesunden Zelle? Wo ist da, was passiert da? Wie unterscheiden sich diese zwei Zellen? Also in der Zellelektrik können wir heute messen, dass eine gesunde Zelle eine viel höhere Zellmembranspannung hat, einen höheren Widerstand, der bei 2500 Ohm liegt, und eine Zelle, die entartet, die krank ist, ja, hat nur noch eine Zellmembranspannung von minus 15 Millivolt und nur noch einen Widerstand von 300 Ohm. Und das Ziel also war, das elektrische Gefüge im Inneren von einer Zelle, die Leitfähigkeit hat sich verschlechtert. Zurück. Ja, da gibt es weniger Energie, genau, die in der Zelle vorhanden ist. Exakt. Ja. Und um diese Energie geht es auch. Eine Zelle produziert für sich selber diese Energie. Die muss sie zum Kommunizieren über Biophotonen einsetzen, für den Stoffwechsel und auch für die Wärmeentwicklung. Jede Zelle produziert ja die Wärme selbst. Wir haben eine Körpertemperatur von 37 Grad ungefähr. Und seit Jahrmillionen gibt es ein Sonderprogramm im menschlichen Körper, wenn wir von außen von einem Bakterium angegriffen werden, was nicht reingehört, versucht der Körper, die Lebensumstände zu verändern, das heißt, die Temperatur zu erhöhen. Wenn wir krank werden, heilt sich der Körper oft mit Fieber. Mit Fieber. Ja? Und es gab hier einen griechischen Heiler, der gesagt hat, gebe mir die Macht, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Wie geht die Schulmedizin mit Fieber um? Noch vor einigen Jahren, Jahrzehnten, wurde sogar gegen die Körperkräfte gearbeitet. Das heißt, man hat das Körperfieber gesenkt, obwohl der Körper aufgrund seiner natürlichen Intelligenz wusste, was richtig ist für ihn. Und das zieht sich durch alle Körpermechanismen durch, ob das Bluthochdruck ist. Ist ja nichts anderes. Sie gehen zum Arzt, der stellt Bluthochdruck fest und Sie kriegen wieder was? Man kriegt wieder Mittel, um das zu regulieren, obwohl der Körper zu wenig Sauerstoff reinbekommt, weil die Leitfähigkeit des Blutes sich verändert hat. Die Moleküle, die Blutmoleküle können nicht genügend Sauerstoff andocken, transportieren. Und jetzt muss der Körper, um alle Organe mit Sauerstoff zu versorgen, das Blut schneller durchbekommen. Und deswegen ist der höhere Druck da. Richtig, genau. Und wenn ich das wieder absenke, es ist beim Körper auch so, dass die Kette immer da bricht am schwächsten Glied. Dann ist es die Milz, die Bauchspeicheldrüse, die eine Unterversorgung hat. Und damit die genügend Sauerstoff bekommt, muss die anfangen zu wuchern. Die produziert mehr Gewebe, um Sauerstoff zu bekommen. Ah, verstehe. Okay. Also eigentlich ein natürlicher Regelmechanismus, der genau weiß, was er zu tun hat. Richtig. Und wir greifen oft im falschen Weg ein, mit dem falschen Weg dann mehr oder weniger. Ja. Okay, wenn wir uns die Zellelektrik selber anschauen von so einer gesunden Zelle, dann sehen wir hier eine junge, gesunde Zelle ganz oben links, die hat so minus 70 Millivolt, den normalen Wert, den wir jetzt haben. Ja. Was passiert denn dann da, wenn sich diese Zellspannung verringert und was für Gründe können denn da vorliegen, dass es zu so einer Degenerierung kommt? Du hast es ja schön in dieser Grafik dargestellt hier. Also der Hauptgrund ist das Bewusstsein. Ja, Konflikte, die wir tagtäglich haben, also Probleme, die uns auf dem falschen Fuß verwischen. Also auch psychische Probleme. Psychisch ist der größte Teil. Ja. Das sind aber umweltbedingte Sachen, die dazukommen, die Ernährung über Mikrowellennahrung oder das Wasser, schlecht strukturiertes Wasser, Luft, das sind alles Themen. Früher, zu Zeiten Lakowskis, haben die Menschen sich mit ihrem eigenen Garten versorgt. Das machen wir heute nicht mehr. Welches Wasser hat man früher getrunken? Aus Brunnen, aus Quellen?
Das Wasser floss, das haben wir heute nicht. Das Wasser, das wir heute kaufen im Supermarkt, steht seit 2 Jahren vielleicht, steht es ab. Nach Schauberger wissen wir, Wasser braucht eine Lebendigkeit und die wird dem Wasser genommen. Okay. Und wenn es dann eben zu diesen ganzen Bedingungen kommt, dann hat die Zelle nicht mehr genügend Energie. Genau. Die Mitochondrien, und degeneriert, oder? Genau. Ja. In der vorigen Folie haben wir gesehen, dass die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, dafür zuständig sind, um genügend Energie zu erzeugen. Wenn diesen Kleinstbakterien, die eigenständig in diesem Zellmilieu leben, wenn die Probleme bekommen, ja, und der Säureanteil sich erhöht, ja, hat die Zelle ein großes Problem. Das heißt, das Zellwasser, was regelmäßig ausgetauscht werden muss, wird nicht mehr ausgetauscht. Ja? Das heißt, dadurch ist die Übersäuerung, die Schlacke bleiben länger drin, ist wie in einem Aquarium. Ja? Wenn ich das Wasser nicht regelmäßig tausche im Aquarium, was passiert nach 2, 3, 4 Wochen? Kaputt, ja. Die Fische schwimmen im Bauch nach oben. Aha, ja? So okay. geht es den Mitochondrien auch. Also haben wir in unseren Zellen brackiges Zellwasser meistens? Sozusagen. So, ja. Ich habe so einen Vortrag auch mal, weil ich ja als Hochfrequenzspezialist an die Sache rangehe. Ich bin kein Mediziner, ich erlaube mir auch keine Aussagen darüber zu machen. Aber von der Technik kann ich das schon mir anschauen. Und wenn ich jetzt so einen Mediziner frage, wie entsteht Krebs? Ist meistens Ursache unbekannt. Und was ist Krebs? Ja, wenn man so einen Tumor rausoperiert und auf dem Seziertisch mal aufschneidet, frage ich so einen Spezialisten, was findet man da drin? Sind da kleine Krebstierchen drin oder warum heißt es Krebs? Ja. Ja, und dann kommt die Antwort, ja, das ist Körpersekrete, Blut, irgendwelche Flüssigkeiten. Also es ist letztendlich Wasser, schlecht strukturiertes Wasser. Mhm. Und die Organe, die Körpersysteme sind in der Lage, das wissen wir nach durch Emoto ja auch, übers Wasser zu speichern. Also Wasser hat die Eigenschaft, ein Gedächtnis, Richtig. Kann Informationen speichern. Genau. Ja. Je nachdem, mit welcher Information das Wasser dann eben konfrontiert wird, Richtig. Ist es höher vom Energieniveau oder eher schlechter. Genau, genau. Also Wut, Scham, Zorn. Handystrahlung. Handystrahlung, was von Strahlung, was von außen wieder kommt, und das beeinflusst dann wieder unseren Körper. Und der Körper ist nichts anderes wie ein Spiegel. Okay. Der zeigt es, um uns als Person neue Möglichkeiten zu geben. Also in einem Satz, Krankheit ist fehlende Zellenergie, fehlende Energie in unserem Körper, in unseren kleinsten Bauteilen. Und diese Technologie ist seit langer, langer Zeit in der Lage, oder man hat vor langer, langer Zeit entdeckt, dass es eine Technologie gibt, die diese Energie wieder erheben kann oder anheben kann, mehr oder weniger. Ja. Also die Russen haben das ausgebaut, verfeinert, weil die haben ja keine Pharma-Lobby gehabt, die mussten alle Probleme technisch lösen. Ja. Das sieht man auch in der Weltraummedizin. Ja. Dr. Poljakow war 437 Tage am Stück im Weltraum. Den Weltrekord hält er noch. Der hält bis heute noch den Weltrekord. Das heißt, wurde nur mit technischen Möglichkeiten, Diagnosemöglichkeiten, Behandlungsmethodiken gelöst. Mhm. Und da staunen die westlichen Mediziner noch heute, wie die Russen das in der lebenfeindlichsten Region bewerkstelligen konnten. War das nicht der dann sogar aus der Kapsel rausgelaufen ist am Schluss? Zwei Tage später zur Pressekonferenz im Handstand. Die Kosmonauten, also er ist Kosmonaut, die Astronauten sitzen dann 2, 3 Wochen im Rollstuhl, da muss der Kopf teilweise gehalten werden. Und der ist wirklich bei absoluter Körperfitness zurückgekommen. Ja, ich erinnere mich an eine Aussage von dem deutschen Wissenschaftsastronauten Ewald, Professor Ewald, der gesagt hat, er hat 2 Wochen später nach seinem Aufenthalt immer noch jede Ecke mitgenommen, weil er die nicht koordinieren konnte. Und er war gar bei weitem nicht so lange oben. Ja. Ja. Also die Russen haben da irgendwie etwas entdeckt. Und du hast diese Technik auf jeden Fall mitgebracht. Jawohl. Und hast da ein Gerät mitentwickelt oder mit auf den Weg gebracht. Was sehen wir denn hier jetzt da? Das ist jetzt kein Lötkasten, kein Lötkolben. sondern da steckt diese Technologie drin, in dieser unscheinbaren braunen Kiste da. Genau, also hier ist das Hauptgerät, das heißt, hier wird die Frequenz erzeugt. Ja. Auf diese Frequenz, auf diese Trägerfrequenz, kommt eine bestimmte harmonische Welle drauf, die wir mit normalen Messgeräten nicht messen können. Das heißt, die Russen haben analoge Messgeräte speziell dafür entwickelt und es wird dann über diesen Handstab, über diese Handsonde, hier haben wir gerade Wasser strukturiert, erzeugt und kann dann über das Wasser, man trinkt dann das Wasser, das vorher strukturiert wurde, das Wasser verteilt sich dann im Körper. Ja.
Also man behandelt vorher das Wasser, man informiert das Wasser. Das Wasser wird strukturiert, informiert, es wird mit Energie aufgeladen, wie ein reifer Apfel auch, der ja am Baum reift. Woher bekommt der Apfel seine Energie? Das Wasser bekommt er natürlich durch den Boden, durch das Erdreich, durch den Stamm. Aber die Energie bekommt er durch die Sonne, durch die Frequenzen. Und so reift der Apfel. Was ist der Hauptbestandteil vom Apfel? Wasser. Wasser. So ist es hier auch. Das ist strukturiertes, energetisiertes Wasser, was wir unserem Körper zuführen und dann als Indikator an den Problemstellen, die wir haben, noch zusätzlich beeinflussen können. Mhm. Kann man denn irgendwie diese Energie spüren, die davon dann emittiert wird? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also das heißt, man kann sie nicht nur spüren, man kann sie auch sehen. Visuell kann man diese Reize sofort sichtbar machen. Es entsteht auch eine gewisse thermische Erwärmung, wenn man es ganz ans Ohr hält, oder Lymphpunkte. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine normale Neonröhre. Ja, ja. Und wenn ich die jetzt hier dementsprechend näher bringe, fängt die an zu leuchten. Ja, das heißt, hier wird die Energie und aber auch die Information übertragen. Also das ist ein Zeichen dafür, dass davon jetzt gerade Energie abgestrahlt wird, die das Gas innen drin zum Leuchten bringt. Exakt, richtig. Ja. Zeig mal bitte nochmal. Und so machen wir das im Prinzip bei den Zellen auch von außen. Also wir haben eine Tiefe von 30, 40 Zentimetern, wo wir auch bei größeren Tieren wie Pferden sehr positiv erreichen konnten. Okay. Und erklär mir mal bitte, was das mit der roten und der schwarzen Antenne ist. Weil ist das plus Dipol, Anode, Kathode? Oder ja, wie das ist das Gegenfeld sozusagen. Ja, ja. Hier ist praktisch das positive Feld. Mhm. Und dieses positive Feld beeinflusst das Wasser und auch den menschlichen Körper, weil wir zum größten Teil aus Wasser bestellen. Und die Anwendung, wie funktioniert das mit diesem Gerät? Also man strukturiert das Wasser vorher, man trinkt es vorher und dann nimmt man diese Antenne und behandelt damit seine Problemzonen, seine oder? Schmerzzonen oder seine Problemzonen. Daraus hat sich ein gesamter Leitfaden entwickelt. Wir haben viele Alternativmediziner und auch Heilpraktiker, die über die letzten Jahre auf dieses Gerät aufmerksam geworden sind und uns quasi wie eine Art Weg vorgegeben haben, wie man optimal dieses Gerät einsetzt. Das wusste ich damals nicht. Also ich habe das Gerät halt damals bekommen, 5 Stück, wusste gar nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte, weil der Russe war selber Techniker durch und durch, hat zwar gesehen, dass die extreme Heilerfolge hatten bei Leberkrebs, bei Brustkrebs etc., aber wie und was konnte er sich auch nicht erklären. Und dann haben wir Menschen hier in Deutschland gefunden, im deutschsprachigen Raum, die das Verständnis mitgebracht haben. Ja, und dann über die Ohrakupunkturpunkte, über die Caligaris-Punkte, über die Lymphe uns Möglichkeiten der Optimierung gegeben haben. Das Gerät hat sich daraufhin noch optimiert, dem Körper hier wieder seine Harmonie zurückzugeben, damit er wieder in die Ordnung geht. Ich mache jetzt nur mal den Lüfter aus, weil wir brauchen es ja jetzt nicht im Einsatz, sondern der Lüfter, der ist dann einfach zu laut. Also ihr habt dieses Gerät dann im Einsatz getestet oder diejenigen, die es angewandt haben, und haben daraufhin noch viel mehr Erfahrungen gesammelt in Bezug auf, was ist der ideale Punkt, wie soll man es anwenden, wie oft soll man es anwenden und so weiter. Also ich bekomme tagtäglich Erfahrungsberichte von Menschen, die gesagt haben, von Hämorrhoiden bis Zysten am Kiefer oder Schwerhörigkeit oder auch Schwellungen. Ein Tumor ist ja nichts anderes wie eine Schwellung. Und wenn der Körper genügend Energie hätte, könnte er die Flüssigkeit aus dieser Schwellung rausbekommen. Wir haben Menschen berichtet, die einen Bienen- oder Wespenstich bekommen haben, haben Wasser getrunken, eine Viertelstunde auf diese Schwellung draufgehalten und die Schwellung war weg. Weil genügend Energie da war, und der Körper konnte dann diese Schwellung, ist ja nichts anderes, Wassereinlagerung, um das Gift zu verdünnen. Normalerweise hat man dann 2-3 Tage Spaß damit, nach einer Viertelstunde war es weg. Ach, okay. Und was macht jetzt diese Maschine selber? Also du hast gesagt, es gibt hexagonales Wasser. Hilf mir doch mal zu erklären, was das heißt, dieses hexagonale Wasser. Diese Maschine schafft es, dass das Wasser in eine bestimmte Struktur kommt. Richtig. Ja, das ist das Wirkprinzip von dem Ganzen. Also wie bei einer Bienenwabe auch. Eine Bienenwabe besteht aus einem Sechseck. Ja, oder eine Schneeflocke hat auch eine sechseckige Struktur, diese hexagonale Struktur. Und Emoto, der große Wasserforscher, hat über seine Kristallbilder herausgefunden, dass Wasser Informationen speichert. Und er hat Quellwasser, unterschiedlichste Quellen untersucht, tausende von Quellen, und hat festgestellt, dass da immer eine wunderschöne Kristallstruktur
beinhaltet ist. Dr. Masaru Emoto, das ist der mit den Wasserkristallfotos. Richtig, gell? Ja, richtig, ja, ja, genau. Und Leitungswasser zum Beispiel hat diese Funktion nicht. Leitungswasser, ab 100 Meter, wenn Wasser in der Leitung fließt, zerstört es die Struktur. Mhm. Ja? Das heißt, diese hexagonale Struktur ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, das Wasser kann nicht mehr genügend Energie speichern. Wenn ich aber Wasser als Energieträger brauche und Wasser mit Energie auflade und das dann als Mittler in den Körper diese Energie abgibt, wie die Veden ja auch. Bei den Veden trinkt man heiße Getränke. Heiße Getränke heißt Wärmeüberschuss. Jetzt trinke ich diese Wärme und der Körper weiß, wo er diese Energie hinwenden möchte. Und so macht es dieses Gerät auch. Das heißt, die Stellen, die einen geringeren Widerstand haben, an diesen Stellen wird es auch etwas wärmer. 2, 3, 4 Grad, das können wir mit einer Wärmebildkamera messen. Und ein guter Freund, ein Partner von mir aus der Schweiz, hat dann Leitungswasser genommen, hat die Probe gemacht, jetzt hat er Leitungswasser. 5 Minuten strukturiert, ähnlich wie wir es hier im Aufbau haben mit einer Karaffe. Hier sieht man es schön. Nach 5 Minuten abgefüllt in eine braune Flasche ins Wasserlabor geschickt. Und in diesem Wasserlabor haben die es eingefroren und aufgetaut. Und dabei haben sie versucht zu suchen, ob da irgendeine Struktur zu finden ist. Weil im Leitungswasser ist keine Struktur drin. Und 2 Tage später haben sie dann telefoniert und der Laborleiter hat gesagt, warum er ihm Quellwasser geschickt hat. Sagt, das war kein Quellwasser, das war sein Hahnenwasser aus der Küche raus. Der war selber verdutzt. Wir haben den Versuch mehrfach wiederholt und wunderschöne Kristalle. Hier sieht man einen unserer Kristalle. Das heißt, links das tote Wasser, strukturlos, kann jeder ins Labor einschicken und wiederholen. Und auf der rechten Seite wunderschönes, lebendiges Wasser. Also diese Energie, die dieser Apparat, die diese Frequenz ausstrahlt, sorgt dafür, dass sich diese Wassermoleküle hexagonal anordnen. Genau. Also und damit ist der Körper dann in der Lage, diese Kristallgitterstruktur, kann er die dann besser erkennen oder ist es dann zellgängiger und zellverfügbarer? Wie wirkt das dann? Das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Hier sehen wir zum Beispiel den Aufbau der Antenne. Ich habe mich immer gewundert, die ersten Prototypen, da hatten wir einen Kupferdraht gehabt, der war so lang. Ja. Und die Russen haben immer gesagt, stellt das auf 120 Grad ein. Und dann habe ich die gefragt, ja, warum 120 Grad? Ah, sagt, ach, das ist Mathematik. Also okay, das ist Mathematik. Und später, nachdem ich diese Bilder gesehen habe, habe ich verstanden, warum hier diese 120 Grad, warum dieser Winkel da ist. Ja, weil ja, die hexagonale Struktur muss hier auch hergestellt werden. So wird das Wasser informiert, hat mehr Energie, eine bessere Struktur und die Zelle erkennt diese Flüssigkeit besser. Weil wenn ich normalerweise ist einen Liter... Ist das der 120 Grad Winkel? Genau, dann hier dieser Innenwinkel habe ich immer diese 120 Grad. Ich verstehe. Das ist die optimale Bindung von H2O. Hier ist die Wasserstoffbrücke. Ja. Und jetzt kann dieses Wasser mehr Energie aufnehmen, ja, ist tragfähiger. Wir haben herausgefunden, dass das Wasser dadurch die dreifache Energiemenge tragen kann. Und der Körper freut sich über Energie. Von Bill Clinton, sein Leibarzt, wurde mal gefragt, was seiner Meinung nach Gesundheit ist. Und er sagte mit einem Satz ganz trocken, Energieüberschuss. Habe ich genügend Energie, kann ich alle Körperprozesse in einer Sekunde, muss in einer Zelle, müssen 100.000 biochemische Prozesse abgewickelt werden. Wenn da nur eine kleinste Störung bei 0,000 ist, potenziert sich das und wir werden krank. Durch 1.000 Millionen verschiedene Faktoren, die wir in unserer Gesellschaft heutzutage haben. Ja, ja, okay. Aha, und diese Maschine erzeugt wieder das strukturierte Wasser und der Körper hat Energieüberschuss. Exakt. Das muss ich mir merken. Also ja, was ist Gesundheit? Energieüberschuss. Exakt. Ist als Transportmittel für den Körper notwendig. Ja. Es gibt ein Beispiel von der Wirkungsweise von diesem Gerät, dass eine Ärztin bei ihrem Pferd ein Problem hatte. Richtig. Nämlich, beschreib doch mal diese Bilder, die du da siehst. Also das ist jetzt die hintere linke Flanke von einem Pferd. Also der hintere linke Oberschenkel. Ja. Das ist der Schweif sogar. Ja, ach, der Schweif. Der okay, Schweif. Ja, alles klar. Und das ist hier eine große... Bierdeckel groß, Melanom. So eine Wunde, ja. Exakt, so eine Riesenwunde. Hat sie nicht in den Griff gekriegt. Nicht, ein Dreivierteljahr und das ist natürlich bei einem teuren Pferd. Irgendwann kommt der Tierarzt, das ist ja Tierquälerei. Ja. Und dann war die letzte Möglichkeit, mal zu schauen, ob jetzt diese dieser Strukturapparat, dieser Zellgenerator auch bei Pferden hilft. Ja? Und dann war das die Pferdebesitzerin war selber Medizinerin. Ja? Und sie hat dann praktisch mit Karotten und mit Wasser praktisch strukturiert und das Pferd dann zum Fressen gegeben, zum Trinken, zum Saufen gegeben und hat das Pferd innerhalb von 6 Wochen regelmäßig behandelt. Ja? Diese Aufnahme ist schon nach ungefähr einer Woche.
Und dann insgesamt 6 Wochen ist das Melanom, dieses bierdeckelgroße Melanom, hat sich vollständig verschlossen. Also das ist die Stelle mit der gleiche Wunde. Stelle. Und wo ist die Stelle auf der Seite und dann? Hier. Also das Fell, der Fell ist drüber gewachsen und man sieht, dass das sich vollständig geschlossen hat. Ähnlich wie es ja bei Lakowski, das Eingangsbild, was wir hatten mit dieser Frau, mit dem schwarzen Hautkrebs, der Körper wieder in die Ordnung gebracht hat. Der Körper braucht 4, 5, 6 Wochen, bis er Hautprobleme in den Griff bekommt. Ob das Neurodermitis ist. Ich hatte einen extremen Fall in der Schweiz von einer Frau, die sagte, sie war schon berufsunfähig, weil die Hände immer wieder aufgeplatzt sind. Die hat im Haushalt nur mit Handschuhen gearbeitet, vor Schmerzen, unter Schmerzen. Ob dieses Gerät aus Russland helfen kann, sage ich, ich kann das nicht beantworten. Sie muss es selber testen. Sie hat es dann über Wochen im Einsatz gehabt. Am Anfang ist Eiter rausgetropft, dann sind die Wunden zugegangen und nach 6, 7 Wochen hat sich eine rosa Haut gebildet. Sie musste natürlich, damit das nicht wieder passiert, damit nicht ein weiterer Trigger, wenn sie einen Verlust bekommt, weil die Hände sind oftmals ein Zeichen, wenn ich etwas verliere, was ich haben möchte, ja, damit das nicht wieder passiert. Und sie musste auch sich diesen Konflikt anschauen, damit das auch wirklich vollständig aufgelöst ist. Aber es ist ein Thema, das muss man in der Tiefe sich immer genauer anschauen. Ja, okay. Es ist also nicht nur oberflächlich jetzt die äußeren Symptome, sondern es ist ja ein Prozess, der da stattfindet. Auch. Ja, der Warum der ist innere, das passiert? Ja, die innere Heilung muss natürlich auch einhergehen, sonst kommt es wieder mehr oder weniger. Ja. Okay. Ich erinnere mich gerade an das Bild, das du mir mal geschickt hast von diesem Mädchen, das im Sommer immer diesen extremen Ausschlag hatte, die eine Allergie hatte gegen irgendwelche Gräser und die Fußsohlen zentimeterdicke Risse drin hatte, blutige Risse, die konnte nicht mehr laufen im Sommer. Was ist mit der passiert? Was ist da? Sie wurde auch behandelt und der Körper hat praktisch, das Immunsystem wurde gestärkt und konnte dann praktisch gegen diese Einflüsse von außen sich abschirmen. Das Immunsystem war stark genug, um das abzuwehren. Also krasse Bilder. Ich habe die noch im Kopf. Du hast mir da auch, es gibt ja hunderte Fallbeispiele, von denen du mittlerweile erzählen hunderte kannst. Hunderte von Seiten. Ja. Tagtäglich erreichen uns neue Meldungen, neue Anwendungen, wo das Gerät gewirkt hat und welche positiven Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Gibt es denn auch Fälle, wo du sagen kannst, da hat es nicht funktioniert? Gab es irgendwie einen Patienten, der mit dem nichts anfangen konnte? Gibt es da auch Bei Knochenthemen, weil Knochen einen geringen Wasseranteil hat, die Schwingung bei Knochen ist anders. Da haben die Russen auch in den 70er Jahren anderes Gerät entwickelt für die Armee, um Knochenbrüche im Krieg wieder zu heilen. Auch dieses Gerät wird Ende des Jahres von uns auf den Markt kommen, das speziell auf Knochen abgestimmt ist. Dieses System wurde für den Russen auf Weichgewebe, auf Organe, auf Sehnen, auf Muskeln abgestimmt. Ja? Aber Knochen kann man dadurch nicht erreichen. Wieso sind die Russen da so viel weiter? Haben die da eine andere Denke? Gehen die anders dran? Sind die weniger limitiert? Was schätzt du? Ja, die sind naturwissenschaftlich viel besser ausgebildet, was bei uns in den letzten Jahrzehnten wirklich zu wünschen übrig lässt. Ja. Und sie haben keine Pharmalobby, sie können frei forschen. Ja, die Russen und die Amerikaner haben praktisch grenzenlose Wissenschaften. Das wird nicht verteufelt, das darf man, sondern man guckt sich das an, ist das irgendwann mal nutzbar oder nicht. Klar wird vieles militärisch genutzt, sowohl von den Amerikanern, aber auch von den Russen. Aber viele Dinge kommen dann früher oder später auch bei der Zivilbevölkerung auch mit an. Du hast uns noch ein Bild mitgebracht. Hilf mir doch mal zu verstehen, was wir da sehen. Also ich habe das Wort Geldrollenbildung irgendwann mal aufgeschnappt in Verbindung mit Handys, Funkstrahlen. Also wenn Menschen einen Bluttest machen und danach mit dem Handy telefonieren und den gleichen Test nochmal machen, sieht man, so wie auf der linken Seite hier, dass sich die roten Blutkörperchen zusammenklumpen und weil die eben so in so einer gestaffelten Folge zusammenklumpen, hat man auch von dem Geldrolleneffekt gesprochen, wie so diese die Münzen, die in die Papierstreifen eingewickelt werden. Deswegen Geldrollenbildung. Was passiert im Blut, damit es passiert, damit es diese Klumpung gibt? Und was wird dann passieren, wenn diese Frequenz dann auf diese Geldrollenbildung auftrifft? Na gut, hier ist eine Frequenz, die eingesetzt wird, die der Körper nicht versteht, mit der kann er nichts anfangen. Der schützt sich davor. Also die Handystrahlung. Die Handystrahlung, der Körper schützt sich davor. Die Sauerstoffaufnahme wird begrenzt. Und jetzt hat dieser Proband dann Wasser getrunken und beim Heilpraktiker eine Viertelstunde ist sein Körper strukturiert und auf der rechten Seite sehen wir, dass die Blättchen sauerstofffähig sind und sogar 2, 3 Energiezentren, die normalerweise sehr, sehr selten sind. Es gab noch nie eine Aufnahme, wo 3 Energiezentren auf einem Bild so in einem kleinen Fokus zu sehen sind. Was meinst du mit Energiezentren? Also praktisch hier, hier und hier. Ah, okay, okay.
aber es sind Spezialisten, die sich seit 15, 20 Jahren damit beschäftigen. Ich konnte es am Anfang auch nicht rauslesen und die erstmal fasziniert waren, was hier dann sofort nach einer Viertelstunde zu sehen ist. Was passiert denn bei dem Blut, wenn das zusammenklumpt? Ist es dann dickflüssiger und kann nicht mehr nicht so viel transportieren? Es ist nicht flexibel und kann den Sauerstoff auch nicht mehr richtig transportieren. Ah, ja, klar, weil die Oberfläche verklebt ist. Da ist nicht so viel. Verstehe. Und es geht auch um Sauerstoff. Wir müssen Sauerstoff in den Körper reinbekommen. Warburg hat es ja nicht umsonst gesagt, auch einen Nobelpreis bekommen. Eine Krankheit kann in einem sauerstoffreichen, basischen Milieu nicht existieren. Also wir müssen als basisches Wesen nicht übersäuern. Das machen wir, wenn die Zellen irgendwann das Wasser nicht austauschen können. Die Mitochondrien haben Probleme und das kommt kein Sauerstoff mehr rein. Und das wird hier unterstützt. Diesen normalen, natürlichen Lebensablauf. Okay. Also für mich ist das irgendwie Rocket Science, also Raketenwissenschaft schon fast. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass es schon eine 500.000 von diesen Geräten gab vor fast 100 Jahren, dann lässt mich eigentlich mit offenem Mund da sitzen. Ja? Wenn ich mir denke, was für einen Effekt es haben könnte für die Volksgesundheit insgesamt, wenn diese Technologie bekannter wäre, wenn mehr Menschen sich dessen bewusst wären, was da eigentlich passiert. Ja? Mit dieser Technik. Was ist denn dein nächster Schritt? Willst du diese Technik weiter in die Welt hinausbringen? Ich meine, du bist jetzt hier bei uns, das sehen jetzt dann viele Menschen. Was ist dein Antrieb? Was möchtest du erreichen mit dieser Technik? Na gut, wir produzieren die Geräte seit 2017 vollständig, eigenständig. Und die Geräte gehen nach China, in die Türkei, nach Australien. Ja? Und es wird in China wird es in Kliniken mittlerweile eingesetzt. Wir haben neue Sachen entwickelt, wie zum Beispiel die Hochfrequenz-Akupunktur. Ich habe über dieses gesamte Wissen seit 2012, ich bin Autodidakt, wenn ich mich in ein Thema reinarbeite, habe ich jetzt ein Buch drüber geschrieben, das jetzt seit einigen Wochen auf dem Markt ist, Einführung in die Hochfrequenzenergie. Ja. Und da habe ich die gesamte Historie und alle Fallbeispiele, die in den letzten Monaten, Jahren mir zugetragen worden sind, habe ich praktisch zusammengefasst und habe das in einem Buch jetzt veröffentlicht. Wie viele Bücher hast du recherchiert zu dem Thema? Du hast mir vorhin wir haben genannt. Historische Bücher recherchiert, 50 Stück. Die haben wir in unserer App, die kann man runterladen. Davon ist auch ein Teil verboten, also 3 Stück, die verboten sind, sind auch in dieser App zum Download machbar. Historische digitale Bücher. Eine Frau, die einen Hochfrequenzstrom anwendet, um ihren Muttermilchfluss zu verbessern. Ich weiß nicht, ob man jetzt in unserem Programm eine entblößte Brust zeigen kann. In dem Fall, wenn das Wort Muttermilch davor steht, vielleicht schon. Ja. Das ist ja dann mehr oder weniger was Heiliges fast. Also wie gesagt, Technik, die schon seit langem existiert und jetzt quasi wieder eine Renaissance bekommt. Danke für das Buch. Bitte schön, sehr gerne. Ich gebe es dir jetzt nicht mehr zurück, weil das werde ich mir heute. Ich kenne ja schon so vieles von dem, was du erzählt hast. Arthur, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass das Ding fliegen lernt, dass dein Baby hier in die Welt hinauskommt. Und ich würde mir wünschen, dass es für viele Menschen auch ein Weg ist, mal sich neu zu strukturieren. Ja? Nicht nur das Wasser in sich, sondern vielleicht auch insgesamt das Leben neu zu strukturieren. Ja? Also alles Gute für dich. Ja? Danke. Ich hoffe, wir haben es auf den richtigen Weg gebracht. Ja. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie mehr wissen wollen über dieses spannende Thema, finden Sie das unter der eingeblendeten Internetseite. Da ist auch genau erklärt, wann und wo der Arthur Trenkle seinen nächsten Vortrag halten wird. Da gibt es also weitere spannende Hintergrundinformationen und Berichte zu diesem Thema. Ja, und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht da Entdeckungen damit macht und die dann mit uns teilt auch. Schreibt uns eure Erfahrungen, lasst es uns wissen. Und in diesem Sinn sage ich alles Gute, viel Erfolg für euch und danke fürs Zuschauen hier bei uns bei NURVISO.